Chor der Bundesliga-Trainer. Der Stuhl war wieder mal ziemlich wackelig bei Schalke. Wie denken Sie über Ihre Zukunft? Ja Gott, meine Zukunft, ich habe mir heute vorgestellt, dass ich vielleicht zu den Wiener Sängerknaben gehe und die trainieren tue im Singen. Ich habe mich als Chorleiter zwar schon mal mit meinen Trainerkollegen versucht, aber das ging mächtig ins Arge. Das ZDF war dabei, wir haben das aufgezeichnet. Na, das lag aber nicht an mir, das lag an die Kollegen, die sich wie die letzten Flaschen benommen haben. Wenn ich verliebt bin, muss ich singen, wenn auch die anderen Leute zerspringen. Ende deine Wing Wang Bing Bang, Ende deine Aga Aga Aja. Jetzt Hausel und verliebt, die möchte ich mal sehen, wie die aussieht. Du musst mehr swingen, Bengel, das muss Rhythmus haben. Hock doch mal, Opa! Hat der Opa zu mir gesagt? Du alter Ochse, verzicht dich hier! Los, raus, wir brauchen echte Swinger! Gut, aber der Vorschlag, der Tschikschaikowski bringt unser Ständchen. Ich hab Herz in Heidelberg verloren. In laue Sommernacht. Mann, der singt so schräg, da kriegt man feuchte Hände. Bisschen mehr Rock, Mensch! Bin ich so musikalisch, brauch ich Kammertonar. Der Knefler gibt er den, der von der zweiten Liga. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, rock. 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, rock. Yeah. Lässt du den Mann in Ruhe, Mensch? Hermann! Vernies die schöne Nummer, den sollte man aus der Hose treten. Warum lass er den Klötzer vom HSV nicht mal singen? Ist er verrückt, kann er nicht singen, höchstens tanzen, diesen hier. Fangst du an zu singen? Fechte die Goschen an und schmettere los, mal los. Dann soll mir der Knefler den Ton A geben. Dir gebe ich nicht mal den Ton, dir nicht. Dann sing ich so. Sprech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. So trainiert er auch seine Leute, ohne jedes Gefühl, will aber wie Heinz Rühmann singen. Ich brauche ja nur einmal ins Auge zu schauen und schon es hin. Alles vergessen, was ich hier nachgetragen habe. Ganz wunderbar, wie Peter Alexander. Wenn du jetzt auch singen willst, hau ich dir was mal. Nein, Chef, nie. Der Knefler holt sein Taschentuch raus, wenn der wieder trompetet, qualmt. Was ist denn das? Aufhören! Aufhören! Hab ich aber die Faxen dicke. Ich wollte längst zu Hause sein, mein Eis essen. Sag lieber was zum neuen Jahr. Hello! In Wien sagen wir Prosit Neujahr.